Ich würde heute ganz gerne mal so ein bisschen die Frage klären. Mojolicious ist ja meistens nur so als Web-Framework bekannt. Kann man das auch noch irgendwie in anderen Gebieten einsetzen? Ich persönlich nutze Mojolicious sehr, sehr gern und sehr, sehr viel. Und ich nutze es eben nicht nur als Web-Framework. Mojolicious wird ja so als Web in a Box, das alles mitliefert. Man hat kaum Abhängigkeiten. Viele beklagen sich auch darüber, dass es der Sebastian Riedl eigentlich vieles ja quasi nochmal neu erfunden hat, der nicht auf bestehende CPAN-Module zurückgreift, sondern eben alles für sich selbst neu schreibt. Das heißt, wer Mojolicious installiert, bekommt Parser mitgeliefert für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle, sei es irgendwie JSON, HTML, für die ganzen HTTP-Nachrichten und sowas. Das bekommt man da alles mitgeliefert, hat weitestgehend keine Abhängigkeiten, außer wenn man SSL benutzen möchte und für Signaturen braucht man halt das neueste Perl. Aber ansonsten ist das wirklich so eine große Kiste, in die alles reingepackt wurde. Und wenn man das installiert hat, kann man ziemlich viel machen. Als ob es nicht schon genügend Module gibt, die irgendwas mit Objektorientierung machen, liefert da auch Mojolicious was mit. Also das dürfte so ziemlich allen bekannt sein. Die ganzen M-Module, Moose, Maus, Mu, Mu, Mo und sowas. Für jeden Geschmack ist da was dabei. Und Mojolicious liefert da eben noch was Eigenes mit, das heißt Mojo Base. Und auch damit bekommt man dann eben so syntaktische Zuckerstücke, wie dass man Hess hat und sowas. Es ist sehr rudimentär, also es ist weit von Mu oder Mojolicious entfernt. Ist wirklich nur so die grundlegendsten Sachen. Der Sebastian Riedl hat aber auch gesagt, er möchte das gar nicht viel weiter ausbauen, sondern es soll diese absoluten Grundlagen bleiben, damit es sehr einfach verwendbar ist. Und es kommt viel, viel mehr mit. Also dieses Mojolicious ist eigentlich nur so ein Webaufsatz für die ganzen Module, die sonst so in dem Mojolicious oder in dem Mojo mitgeliefert wird. Also in dem Mojo-Namensraum gibt es unendlich viele Klassen, Perl-Module, die alle möglichen Funktionen mitliefern. Irgendwelche Util-Klassen, womit man relativ einfach den MD5-Hash von der Datei ausrechnen oder zurückbekommt und sowas. Also da gibt es jede Menge. Das ist so eine Mojolicious-Lite-Anwendung. Das Schöne oder was ich persönlich an Mojolicious auch mag, ist, man kann kleine Web-Anwendungen mit Mojolicious-Lite einfach in eine Datei, die haben häufig nicht mehr als 50, 60 Zeilen Perl-Code, die Templates am besten noch mit in diese Datei reingepackt und dann hat man alles so auf einmal, auch die ganzen statischen Dateien wie Bilder und sowas kann man damit reinpacken, kann das so in einem ausliefern und ist quasi fertig. Man muss da nicht irgendwie Verzeichnisse anlegen und. Ich will darauf eigentlich gar nicht weiter eingehen, weil wir wollen uns ja nicht angucken, was Mojolicious im Web kann, sondern eben, was es vielleicht noch in anderen Wegen kann. Also irgendwas ist da schiefgelaufen, weil wir wollen uns ja nicht über Web unterhalten, sondern über andere Sachen, die es so kann. Also Web not found. Die erste schöne Sache ist, Mojolicious liefert auch ein Modul mit, das heißt OYO, damit man eben Perl minus Mojo machen kann, um dieses Modul zu laden. Und da kann man schon sehr viel auf der Kommandozeile einfach machen. Da kann man verschiedenste Requests absetzen. Also wir laden einfach dieses OYO-Modul, damit wir da Perl minus Mojo stehen haben. Und dann können wir die verschiedensten Requests absetzen. Sind dann auch alles Funktionen, Methoden, die nur einen Buchstaben haben, um zum Beispiel einen GET-Request abzusetzen. Also das hier liefert mir jetzt einfach von der Webseite, vom Perl-Workshop hier einfach, hole ich mir mit einem GET-Request zu diesem Talk hier, rufe ich ab. Mit dem DOM bekomme ich eben den DOM von dieser HTML-Seite. Hol mir das Element mit der ID Talk Abstract und lass mir einfach den Text ausgeben. Also man sieht, das ist relativ schmal, das ist elegant und bekommt einfach den Text ausgegeben. Also das mit den Umlauten ist halt, wenn man vergisst, das nach UTF-8 dann zu kodieren. Ja, Encoding macht immer Spaß, ne? Dieses
Thema taucht auch immer wieder auf. Oder hier ein anderes Beispiel, wie man einfach mit einem Post-Request zum Beispiel in der Hetzner Cloud einen neuen Server erstellt, indem man einfach bei diesem Post-Request noch einen zusätzlichen Header mitgibt. Man sagt mit diesem JSON einfach, ich übergebe dir eine Datenstruktur, wandel du das nach JSON um und das soll als Body übertragen werden an die Gegenstelle. Und was man hier dann auch sieht, mit dem JSON unten, wenn die Gegenseite einen ordentlichen Content-Type zurückliefert, in dem Fall Application JSON, dann kann Mojolicious das auch erkennen und passt das entsprechend schon. Das heißt, ich kann hier einfach mit einem Selektor kann ich einfach angeben, welches Element in der JSON-Datenstruktur von der Antwort möchte ich haben. In dem Fall möchte ich einfach wissen, welche IPv4-Adresse hat dieser neu angelegte Server. Man kann da schon sehen, mit diesem OYO-Modul kann man da schon sehr, sehr viel machen. Oder ein anderes Beispiel, wo man diese ganzen Klassen, die das Mojolicious mitliefert, wunderbar verwenden kann, ist das Programm, mit dem eure Namensbadges erstellt wurden. Die Vorlage ist einfach ein SVG-Datei, wo die ganzen Sponsoren-Logos und sowas ja schon mit drin sind. Und was ich nur gemacht habe, ich habe mir die CSV-Datei geholt aus dem Act, habe mir die ein bisschen aufbereitet und dann wird das eben in dem SVG ersetzt. Also was nutze ich? Ich nutze dieses Mojo DOM. Das ist einfach dieser Parser, mit dem ich dann XML, HTML, so diese Sachen einfach parsen kann. Und ja, dann kann ich eben mit dem Find und First und Content kann ich eben auf verschiedene Elemente zugreifen, kann Inhalte setzen, Inhalte verändern, kann mir Informationen rausziehen. Also das geht relativ kurz und elegant. Was benutze ich noch in diesem Programm? Das ist das Mojo File. Da werden einfach verschiedene Sachen wie von File Base Name und File Path und sowas benutzt es ganz einfach. Hier sage ich ganz einfach, hol mir diese Datei, kenne die Methode slurp, um einfach den kompletten Inhalt auf einmal einzulesen und ich kann, wie in der letzten Zeile da, mit Spurt auch einfach eine Datei komplett neu erstellen und den kompletten Inhalt auf einmal da reinpumpen. Also man sieht, man kann da relativ viel machen. Das ist mehr oder weniger das komplette Programm. Das Einzige, was man hier nicht sieht, ist dieses GetGPW-Users. Das liest einfach nur die Benutzerinformationen aus der CSV-Datei aus. Also das ist relativ kurz und elegant, was man da mit diesen Klassen aus Mojo machen kann. Ja, Command-Line-Tools. Kann man wunderbar auch mit Mojolicious machen. Wir haben ja dieses Beispiel hier gesehen, wie man mit dem OYO-Modul diesen GET-Request auslösen kann, die Informationen rausziehen kann. Man kann das Ganze aber auch noch schöner machen. Mojo liefert ein Programm mit, das heißt Mojo. Das könnte man auch einfach so schreiben. Es ist wirklich sehr kurz. Man sagt einfach nur GET, gibt die URL an, kann dann da verschiedenste Sachen machen wie dieses Modul, dieses Element rausholen, Talk Abstract und einfach die Funktion Text darauf aufrufen. Hier sieht man auch, der macht das Encoding gleich richtig, da sind die Umlaute auch korrekt. Oder ein anderes Beispiel, um einfach eine Auflistung der Talks zu bekommen, die hier auf diesem Perl Workshop gehalten werden. Das geht relativ kurz und elegant. Genau. Dieses Mojo-Skript, Mojo-Programm kann noch mehr. Version liefert einfach Versionen von installierten Modulen, die das Mojo braucht. Man kann sich so eine Light-Applikation generieren lassen und noch vieles mehr. Darauf will ich aber gar nicht näher eingehen. Mir geht es eher darum, wie kann ich jetzt vielleicht Mojolicious für solche Command-Line-Tools nutzen. Bisher habe ich entweder App-CMD oder MuX-CMD benutzt. Es gibt noch viele weitere Module, um solche Command-Line-Tools zu erstellen. Viele haben das Problem, dass sie elendig lange Abhängigkeitslisten haben, die dann sehr viel ziehen. Manche, nicht alle. Es gibt bei Mojolicious gibt's Mojolicious Commands. Das ist genau für sowas da. Da ist die Abhängigkeit der lange Name. Aber ich habe sowieso Mojolicious schon auf meinem Rechner. Das heißt, ich kann das einfach nutzen, was ich schon auf dem Rechner habe und muss nicht noch zusätzlich was installieren.
Und das ist das, was mir dabei eigentlich ganz gut gefällt. Als Beispiel einfach irgendwie eine GPW-Anwendung, wo ich dann einfach sagen kann, Add 2019, und er zieht mir dann die ganzen Informationen aus dem Netz, was für Talks es gibt, wo der stattgefunden hat, wann der stattgefunden hat und so weiter. Ein Update, dass ich jetzt quasi dass ich am Samstag oder Sonntag das nochmal drüber laufen lassen kann, und wenn die ganzen Vortragenden die URLs zu ihren Slides eingetragen haben, dass es dann eventuell sogar die Slides gleich mit runterlädt, dass ich alles auf meinem Laptop habe, dass ich da nicht irgendwie an Netzverbindungen gebunden bin, sondern alles direkt parat habe. Das Ganze ist noch Work in Progress. Da wird noch was passieren. Was ich bisher habe, ist schon auf GitHub, aber da werde ich noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Aber es soll so als Beispiel dienen, was man machen kann. Das Einfachste ist erstmal, das Skript GPW. Ich mache daraus quasi eine Web-Anwendung, Mojolicious Lite. Ich lese eine Konfiguration ein. Lese eine Konfiguration ein. Genau. Gucken wir uns an, wenn wir das nicht als Mojolicious Lite-Anwendung haben wollen, sondern als vollwertige Mojolicious-Anwendung. Da hat man dann eben ein eigenes Package, benutzt dieses Mojo Base, wo man dann sagt, man erbt von Mojolicious, kann dann noch strict automatisch geladen wird, und man hat eine Subroutine Startup. Was ich hier mache, ist erstmal diese Config laden. Dann kann ich noch sagen, ich möchte Plugins in einem bestimmten Namespace haben. Das ist in dem Beispiel jetzt nur dafür da, um die ganze Funktionalität wie Sachen von GitHub runterzuladen, von der GPW-Webseite Informationen zu holen. Die sind in dem Plugin ausgelagert. Das sieht dann so aus, ich kann einfach dieses Plugin registrieren, kann einen Helper definieren, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen will, weil das mit Mojolicious an sich nichts zu tun hat, sondern das hängt ja von jedem Programm ab. Genau. Was viel wichtiger ist, ist dieses Command Namespace, den ich da festlegen kann. Standardmäßig wird immer in Mojolicious Command und Mojolicious Command Author nach solchen Kommandos geguckt. Hier sage ich jetzt ganz einfach, es soll noch der zusätzliche Namensraum App GPW CMD genommen werden, und dann kann ich einfach dort entsprechend Module schreiben. Das ist jetzt so zum Beispiel für dieses Add-Kommando von dem GPW-Skript. Da sage ich einfach, es erbt von Mojolicious Command. Ich möchte noch Signaturen drin haben, und dann definiere ich einfach eine Subroutine Run. Die bekommt das Objekt selbst und ein paar Argumente. Das Mojolicious hat auch Funktionen, um eben Kommandozeilen Argumente zu parsen. Das habe ich jetzt hier nicht benutzt, weil ich einfach nur ein Ja übergebe. Und man hat immer Zugriff auch auf die Anwendung an sich. Wir haben ja vorher gesehen, dass es im Prinzip eine Mojolicious Lite-Anwendung ist oder eine vollwertige Mojolicious-Anwendung. Die kann ich einfach mit $self-app mir holen. Habe dann alle Möglichkeiten, die diese Anwendung hat. Das heißt, ich habe das Login gleich mit drin, ich habe ein User Agent mit drin. Alles, was irgendwie einer Mojolicious-Anwendung zur Verfügung steht, habe ich dann auch in diesem Kommando zur Verfügung. Und das ist wirklich nett. Bei dem Try sieht man dann dieses GPW-Workshop. Das ist einfach dieser Helper, den ich in diesem Plugin definiert habe. Mehr passiert da eigentlich nicht. Wenn ich das habe, kann ich das dann schon aufrufen mit Perl, GPW, Add 2018. Hier sieht man dann schon das ganze Logging, was passiert. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu machen. Man sieht, dass das Programm an sich schon funktioniert. Wenn ich das Logging nicht haben möchte, kann ich einfach auf den Mojo Mode Production setzen, und dann werden nur noch wirklich Fehler rausgeloggt. Genau. Das Schöne ist, wenn man diese Mojolicious Commands benutzt, dass man eben diese ganze Infrastruktur hat, die bei Mojolicious dabei ist. Die ganzen Module, JSON-Parser, HTML-Parser für HTTP-Nachrichten zu parsen und so weiter. Dieses Mojo-File. Das alles kann man nutzen. Vieles ist dann automatisch schon da. Hier jetzt einfach nur, wie diese Klasse dann aussehen kann. Man kann eben dieses MojoJSON und sowas dann nutzen. Ich habe.
Also Anmerkung war, dass File Home Dir eine böse Abhängigkeit ist und besser File Home Dir Tiny. Für die meisten Menschen natürlich nicht. Wer ist da der Autor? Oder der Maintainer? Gut, ja, also danke für den Hinweis. Werde ich mir mal angucken, kannte ich noch nicht. Werde ich mir mal angucken. Genau. Gut, gucke ich mir mal an, kann ich bisher noch nicht. Aber das ist halt ein Treiber und das gibt dir wirklich nur das Home hier. Mehr nicht. Mehr brauche ich auch nicht, ja. Genau, würde ich mir raus. Gut. Wieder was gelernt. Genau, ja, also das, was ich schon angesprochen habe, man hat eben diese ganze Infrastruktur da, man hat diesen User Agent, wo man den man nutzen kann. Das Schöne an dem User Agent bei Mojolicious ist, dass man auch Non-Blocking das verwenden kann. Also in dem Fall ist es einfach, macht einen Get-Request und erst wenn der fertig ist, wird diese Subroutine ausgeführt und während der Zeit kann ich viele andere Dinge machen. Genau, da brauche ich mich um nichts anderes oder brauche ich mich um nichts selbst zu kümmern. Und das ist wirklich sehr, sehr nett. Auch hier nutze ich dann eben die ganzen Sachen von Mojo-File. Das heißt, ich brauche keinen File-Spec oder sowas zu nutzen, beziehungsweise das macht Mojolicious für mich. Für mich ist das einfach alles schön sauber gekapselt und kann das, kann die Aufrufe ganz nett da nutzen. Ein weiterer Vorteil ist auch, ich kann diese ganzen Sachen, die ganzen Kommandos, die ich nutze, auch einfach in einer Webanwendung nutzen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte dieses GPW-Skript nicht nur auf der Kommandozeile nutzen, sondern ich möchte das Ganze auch im Web verfügbar machen, dann... bis heute Morgen kannte ich das noch nicht so gut, aber... Ja, also WebPerl werde ich mir dann dafür auch mal anschauen. Ja. Nee, also das Schöne ist hierbei, dass ich wirklich dieses Kommando auch in meiner Webanwendung selbst nochmal verwenden kann. Ich kann einfach einen Controller schreiben, der dann zum Beispiel bei dem Add einfach dieses Kommando benutzt. Also hier sage ich einfach nur, hol mir doch die Kommandos, die diese Anwendung kennt und dann kann ich sagen, lass doch mal dieses Add-Kommando laufen, übergebe das ja und ich brauche in meinem Controller nichts mehr selbst zu programmieren, sondern ich nutze einfach das Kommando, was ich auch auf der Kommandozeile nutzen kann. Genau, also was ich hier in diesem relativ kurzen Vortrag einfach zeigen wollte, ist, dass Mojolicious nicht einfach nur ein Web-Framework ist, dass man es nicht nur für die Web-Entwicklung nutzen kann, sondern dass man es wunderbar auch für irgendwelche Kommandozeilen-Tools nutzen kann, dass es, dass Mojolicious selbst schon ganz tolle Tools hat, die man auf der Kommandozeile nutzen kann und auch in sonstigen Programmen. Genau, das wollte ich mit diesem Vortrag zeigen. Gibt es irgendwelche Fragen? Also Anmerkung war, dass hier im Auditorium auch das sehr geschätzt wird, auch die Mojo Collections und sowas, finde ich auch sehr nett. Dieses Collections, das ist, wenn man mit Arrays und sowas arbeiten möchte, dann kann man da sehr schön mit arbeiten. Dass es aber im Prinzip schon eine Domain-Specific Language ist. Das ist, also ich gebe mir diese Arbeit nicht mehr, ich möchte nicht mehr meine Module
Ja, also Anmerkung war, dass es auch natürlich gegenteilige Meinungen gibt und dass dieses Not Invented Here durchaus ein Problem sein kann und doch auch die Bitte, Module nicht einfach zu kopieren, weil es dann auch, wenn Security Fixes anstehen oder sowas, gelangen die natürlich nicht in die kopierten Module rein. Entstehen natürlich Probleme, ja. Also es hat natürlich alles sein Für und Wider. Also ich benutze es eben, weil es keine oder fast keine Abhängigkeiten hat. Ich glaube, das behauptet er auch nicht, selbst nicht, dass er das von Anfang an alles richtig macht. Ja. Ja, also es gibt dann Für und Wider und ich kenne. Deswegen habe ich das am Anfang ja auch gesagt. Viele kritisieren dieses, dass alles quasi neu erfunden wird. Das Jens, diese Diskussion könnten wir hier eh nicht zu Ende diskutieren. In Anbetracht der Zeit und weil da oben noch eine Frage war, würde ich das ganz kurz. Ist ein valider Kritikpunkt. Ich sage halt, ich nutze es gerne. Was ich an diesen Modulen im Mochalicious auch ganz nett finde, ist, dass vieles einfach elegant ist und vieles sehr einfach funktioniert. Was in vielen anderen Modulen gibt für viele Bereiche, es gibt zig JSON-Parser, manche können das eine gut, manche können das andere gut. Fehlerfrei ist im Prinzip keines. Viele Sachen, die der Sebastian Riedel macht, sind einfach elegant in meinen Augen. Wie gesagt, diesen Kritikpunkt, den bringen viele an, dass in Mochalicious einfach vieles neu erfunden ist oder ja, neu geschrieben wurde. Das, denke mal, diese Diskussion werden wir jetzt hier nicht gelöst bekommen.
bekommen. Ich kann hier schlecht für den Sebastian Riedel sprechen. Also, ich. Nein, werde ich nicht tun. Sonst noch Fragen, Wünsche, Anmerkungen, Anregungen? Alle wunschlos glücklich. Also, wie gesagt, ich packe das auf GitHub und wenn sonst nichts mehr da ist, dann Dankeschön.